Also die Hämatologen sind Spezialisten für Bluterkrankungen. Das Blut besteht aus Zellen, somit kann das eine Erkrankung der Blutzellen sein, zum Beispiel eine Blutarmut oder zu wenig Blutplättchen oder aber auch ein Blutkrebs sein. Blut besteht aber auch aus Gerinnungsfaktoren, die im Plasma sind, und der Hämatologe tut sich auch um die ganzen Probleme von den Gerinnungsstörungen, von den Ursachen, von der Thrombose und von den Embolien kümmern und Beratung der Patienten, nachdem sie so etwas hatten. Es gibt sehr häufige Zustände, die ein Hämatologe braucht, die häufig nicht schlimm sind, aber wo der Patient, die Patientin froh ist, eine kompetente Beratung zu haben. Und dann gibt es sehr seltene Erkrankungen, wo es auch da unbedingt einen Spezialist braucht, auch für die Langzeitbetreuung. In diesen betreffenden Therapien, die so teuer sind, die wirklich eine halbe Million im Jahr kosten, gibt es keine andere Therapieoption. Das ist die Therapie. Man hat während Jahren die Leute gesehen sterben, weil man keine Möglichkeit hatte. Das ist eine Erkrankung, die meistens junge bis sehr junge Patienten betrifft, also 18, 20, 25-Jährige. Und dann habe ich eigentlich kein Problem. Ich habe mehr ein Problem, wenn ich die Therapie nicht hätte oder nicht dürfte machen. Das ist, wäre niemals für mich ein Grund zu sagen, man macht das nicht, weil der Patient von mir behandelt ist. Also ich meine, die Lösung wäre, wenn das Problem wäre, ihn an einen anderen Kollegen zu geben, respektive an ein Spital. Und dann geht das auf die Kosten von der öffentlichen Hand. Aber das Resultat ist im Prinzip das Gleiche. Der Patient braucht seine Behandlung und es gibt keinen Grund. Das wäre für mich ethisch nicht korrekt, wenn ich würde sagen, die Leute, die so krank sind, dass sie so eine Behandlung brauchen, behandle ich nicht wegen unserer Praxis oder wegen den Kosten für uns, für die Praxis. Bei anderen sehr teuren Therapien, wenn es darum geht, alte Leute zu behandeln. Aber auch da mache ich nicht die Überlegung in Bezug auf Praxis, sondern in Bezug auf Ökonomie überhaupt. Was bringt die teure Therapie dem Menschen überhaupt an Lebensqualität oder an Lebenserwartung? Und das muss man immer machen, Praxis oder nicht Praxis. In aller Regel suche ich die Meinung von Kolleginnen und Kollegen. Entweder von Hämatologen, die in grösseren Zentren arbeiten, die vielleicht sogar Referenzzentren sind, aber das sind auch Sachen, die ich gerne in der Praxis diskutiere. Und das ist für mich eines der grossen Vorteile von so einer grossen Praxis, dass man, wenn man will, nie alleine ist. Das Blutbild, also die Untersuchung vom Blut, um zu schauen, wie ist das Hämoglobin, wie sind die weißen Blutkörper, das ist eine der häufigsten Untersuchungen überhaupt in der Grundversorgung. Ich denke, das hat jeder Patient mal einig, ob es ist, weil er eine Grippe hat oder nicht. Da fallen mal schnell Sachen auf, wo es sich lohnt, das im richtigen Licht zurückzugeben. Ist es etwas Wichtiges? Ist es etwas nicht Wichtiges? Ist es abklärungsbedürftig? Geht es vorbei? Wie geht man mit dem um? Und wahrscheinlich ist es für mich als Spezialistin einfacher zu sagen, weiter abklären oder das ist in dem Kontext verstanden, dann ist es auch erledigt. Und dann ist wirklich auch die ganze Geschichte von der Beratung der Patientinnen und Patienten nach Thrombosen, wo ich denke, da profitieren die Leute schon von einer fachärztlichen Beratung. Und da sind auch die Kolleginnen und Kollegen der Praxis froh, wenn sie mich fragen können oder relativ niederschwellige Patienten schicken können. Häufig ist einmal die Frage, warum habe ich es gehabt? Das ist eine Frage, die wir häufig nicht richtig beantworten können. Aber man kann Wege aufzeichnen, was hat dazu geführt. Und dann ist die weitere Frage, was mache ich, dass es nicht mehr kommt. Und auch da ist es nicht eine einfache Antwort. Es ist nicht eine Erkrankung, wo man einen Befund hat und dann ist es für alle mit dem Befund klar, man muss es so und so machen. Man muss es immer ein bisschen im Kontext sehen, wie ist die Geschichte der Familie, wie viele Thrombosen hat es gegeben, unter welchen Umständen, wie jung, wie alt ist der Patient. Und erst dann kann man
einem Menschen sagen, er soll etwas vorbeugend machen oder er soll besser weiterhin mit der Blutverdünnung fahren. Oder es ist in so einer klaren Risikosituation entstanden, dass er das vergessen darf. Nein, ich sehe vor allem Menschen. Also es ist natürlich auch ein Privileg, dass ich nicht nur als Hämatologin arbeite, sondern auch Grundversorgung mache. Und ich denke schon, die Mischung der Patienten macht, dass ich mehr Menschen als Blut behandle. Ich behandle sehr gerne Patientinnen und Patienten mit chronischer Erkrankung. Und das ist häufig der Fall bei Patienten mit Bluterkrankung. Und ich mache sehr gerne die Langzeitbetreuung. In der Regel versuche ich sehr klar zu sein. Ich bin nicht jemand, der lange ums Brei herumredet, sondern tue meistens die Sache relativ klar darlegen. Das erlaubt nachher, auf die Möglichkeit aufzubauen, wie man mit dem könnte umgehen. Das ist eigentlich meine Strategie in der Regel. Das bedingt, dass ich mir ganz sicher bin, dass die Diagnose wirklich die ist, wo ich meine, das ist häufig beim Blut ein Vorteil, dass man die Blutzellen doch sehen im Labor und dann komme ich einen klaren Befund über. Und nachher muss man wirklich mit den Leuten Zeit haben, die ganze Palette von der möglichen Behandlung oder Nichtbehandlung oder Begleitbehandlung diskutieren. Und ich habe den Eindruck, dass das funktioniert nachher gut. Man kann auch den Entscheid oder die Botschaft, die Schlechte, so einbetten in einem ganzen Prozess. Ich habe Familie, habe 3 Kinder, mache gerne Sport, bin gerne in den Bergen, mache gerne Quartierarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und habe genug zu tun.